Gut, dass wir darüber geredet haben. Das ist das Tutorial-Level, aber plötzlich mit Leuten. War das dein Ausfall oder Twitch? Twitch? Ich habe nichts gedroppt. Kein Frame, gar nichts. Wenn ich gerade nicht mehr da war, dann war es Twitch. Hey Drago. Was kurz auf? Ich war nicht kurz auf bei mir. Dann war es Twitch. Eine äthiopische Krawatte ist... Was? Hi. Beweg ja keinen Muskel sonst. Himmel, du bist das. Bist du wieder dabei, mir zu folgen? Verflucht und zugenäht. Nichts mehr unerledigt lassen. Okay. Fucking hell! Okay. Ist der aber auch immer abbaut. Ja, der ist halt irgendwie OP, Alter. Der blockt halt alle meine Moves. Hier war ich eben schon mal. Hackt ja wohl. Licht aus, das hilft. Eieieiei. Ich glaube, die Idee ist nicht so schlecht. Ja, oder so. Das geht natürlich auch. What is this? Ha! Huh. Ich hab einen Flammenwerfer. Okay, den nehme ich.
fucking Pistols sind in diesem Spiel so nervig. What? Natürlich kommt da einer aus der Tür. Ey, Mann. Ach, der kommt von oben runter. Jetzt check ich das erst. Zumindest keine Selbstschussanlagen mehr. Die Dinger waren bisher mit am krassesten, mit Abstand. Fucking Ninjas. What the fuck? Ja, geht ruhig ein bisschen näher zueinander. Danke. Zu spät reagiert. What? Wach auf. Wach auf, verflucht nochmal. Ich bin ja wach. Gut. Warte, ich hab keinen Plan, was losgeht. Der hatte schon mehr erwartet. Der berüchtigte Drache. Man bedenkt nur, ich hab zu dir aufgesehen. Konnte ich genießen. Nun, noch letzte Woche, letzte Worte. Was heißt ins Knie? Ins Gesicht spucken hilft auch. Ja, mal gut. Jetzt bin ich dran. Mr. Knutschgesicht, rüber abschneiden, Körper in Zement. Geht klar wie. Ha. Wach auf. Dein Kopf, hm? Ich hatte schon mehr erwartet. Okay. Die Seile bleiben schön hier. Ich will antworten. Ich hab doch meinen Namen nie gesagt. Ich hab dem bloß die Zunge rausgeschnitten, hä? So eine verfluchte Zeitverschwendung. Ich komme zu spät zu meiner Verabredung. Ich wette, sie ist hässlich. Schnauze verflucht nochmal. Okay.
Ach so, ja, das ist. Oh mein Gott. What the fuck ist das? Ich würde so gerne skippen. Und täglich grüßt das Murmeltier, Alter. Du hinterhältiger Bastard, du bist nicht wegen des Kronos hier. Du hast es schon. Ich wusste es. Ich wusste es. Wie oft habe ich dich schon umgebracht? What the fuck? Erst auf Kronos klingelst du da hinten in den verluchten Ohren? Musst du jetzt reden? Musst du jetzt verraten? Was? Red schon verflucht nochmal. Was sogar? Naja, ist ab. Oh ja, er kann nicht reden. Wie auch. Mit dem Mund verbunden, Dude. Ich glaube, du hast ihm die Rippen gebrochen. Ah, wahrscheinlich. Solche Typen reden nicht. Aber du schon. Dein Spielchen kenne ich jetzt. Eine Reservierung auf dem zweiten Bezirk und ich komme sicher nicht zu spät wegen einem gottverdammten Kronos-Junkie. Jetzt sag mir, woher du deinen Stoff kriegst, damit ich dein miserables Leben beenden kann. Ein Psychiater schickt mich. Ach ja? Dein Seelenklempner? Knutschgesicht töte ihn und entsorgt den Körper des Drachen. Hä? God fucking damn it! Was zum Teufel? Fang schnell an zu reden. Wer schickt dich? Woher kriegst du deinen Stoff? Spuck es aus. Was ist Kronos? Hä? Du weißt nicht mal, was Kronos ist? Du bist auf Kronos, Knutschgesicht. Schau mal. Nicht so schnell jetzt, verflucht nochmal Knutschgesicht. Der Drache soll in der Nähe von Al-Quasim liegen. Wenn wir den Laden abfacken, die Leute werden glauben, er war auf der Suche nach Drogen oder sowas. Was lebst du immer noch? Egal, Mann. Du musst wahrscheinlich sowieso einfach zurückgehen und das hier ändern. Weißt du, es ist gut, dass der Text jetzt anfängt, so schnell zu werden, dass ich nicht mehr hinterherkomme, Alter. Das ist so nervig. Ich glaube, ich will eine Anerkennung, du Arsch. Ins Knie, ins Knie. Wir hätten ein verflucht gutes Team sein können, weißt du das? Deine Person, mein cinematografisches Flair, das hätte Kunst werden können. Ich werde dich töten, verflucht. Scheiß darauf, die Fragen. Er versucht bloß, was zu sagen, was dir unter die Haut geht, wie. Ich bin gesettelt und sie wollen immer noch meine Anerkennung. Verflucht, verflucht. Warum? Oh mein Gott, der hat doch gar nichts gemacht. Falk Al quasi, was ein Arsch er ist. Er hat dann noch nichts gesagt. Frag den verfluchten Al quasi, wer im Arsch ist. Frag den verfluchten, er ist tot, Dude. Ich bin nicht in Bestimmung für diese Scheiße. Kümmer du dich um den hier, Mr. Knutschgesicht. Sag dem Boss Al quasi, war tot, als wir hier ankamen. Hey Jungs, schaut euch das mal an.
Was? Ich habe keine Waffe. Ich habe ein Stuhlbein, wenn es hochkommt. Oh, da ist meine Waffe, okay. Wie soll ich denn da hinkommen? Ich kann das Ding nicht reflektieren. Ich kann doch mal rollen. Ne, war ich nicht. Gut, jetzt können wir ein bisschen Spaß haben. What the? Come on. Mein Gott, das ist nervig. Bossfight kann das Spiel nicht so gut. Nee, Bossfight kann das Spiel nicht so gut. Ist das nervig! Also erstens ist das Dex laut, als ob das Spiel wieder lauter geworden ist, ich schwöre. Und das ist mit das Schlimmste, was ich je gespielt habe. Ohne Scheiß. Das ist einfach nur... Bisher mochte ich es, aber das ist echt ätzend. Ja, ich hab's gesehen, aber ich bin gerade echt nicht in der Stimmung, darüber zu brabbeln, ob es Kratos ist oder nicht. Ich will den Scheiß einfach nur noch hinter mich haben, weil das ist stupid. Meine Fresse, finally. Ist das Kronos nicht finden können, oder? Er hat nicht geredet. Ich glaube, er wusste, wer uns geschickt hat. Der Boss wird nicht glauben, dass Al quasi tot war, als wir ankamen. Er lässt mich ziemlich unprofessionell dastehen. Er hat sowieso nichts gesagt, dieser Investorentypen wissen nichts darüber, wie man es herstellt. Das Kronos, was wir brauchen, sind Wissenschaftler. Vielleicht solltest du ihnen nicht die Köpfe wegblasen.
Der hat auch nichts gesagt. Manchmal weiß ich nicht, was ich mit dem machen soll. Trotzdem, irgendwie beeindruckend, dass du in der Lage warst, den Schwertkämpfer zu eliminieren. Der Boss könnte deswegen deine mörderischen Tendenzen übersehen. Hä? Das war keine große Sache. Doch, war es schon. Ich habe seine Technik im Studio 51 gesehen. Er hat Dutzende Leute getötet, müh und leidenschaftslos. Er war fast schon kampfbereit, ehe ich auf ihn losging. Es war nichts hinter diesen Augen, keine Seele, keine Reue. Seine Mission war ihm egal, auch die Leute, die er getötet haben, sogar er selbst. Ich weiß, dass ich manchmal hart zu dir bin, aber ich bin stolz auf dich. Der Drache war keine normale Null. Himmelsnau, glaubst du, der Boss gibt mir eine Belohnung? Vermutlich. Wenn man vom Teufel spricht. Himmel, nicht so verflucht nah, die Dinger sind scharf. Tag. Sure. Was? Boah, bitte sag mir, gibt's Checkpoints, danke, weil das wäre nämlich ein bisschen arschlange ohne. Natürlich ist da ein Helikopter. Haben wir es dann langsam mal. Arschloch, es ist vorbei, weh. Glaubst du, ich habe das noch nie gemacht? Ich habe 6 von euch 0 umgebracht. Wie glaubst du, bin ich an diesen Job gekommen, verflucht nochmal? Du glaubst also, ich sehe jetzt scheiße aus, das ist bloß ein Kratzer. Snow kann sie diesmal nicht retten. Weißt du, dieser eine Null hat 7 verfluchte Male von einer Meile weg auf mich geschossen.
Als ich ihn gefunden habe, habe ich ihn den Hals verdreht wie einen verfluchten Putzlumpen. Putzlumpen. Oh. Der Dlibos kommst du ins Haus, der Drache. Tja, ich bin der Drachentöter. Er ist nicht der Drachentöter. Das bin ich. Who the fuck? Ganz schön schwer zu finden. Ich habe Fragen. Sie haben Ihren Termin verpasst heute früh. Ich habe aus den Nachrichten erfahren, dass Sahib. Auf dem Heimweg steht ein qualmender Helikopter. Das Chaos, das Sie gestiftet haben, ist unentschuldbar. Wir reden morgen. Gehen Sie direkt nach Hause und bereiten sich auf den morgigen Auftrag vor. This fucking game is all over the place. Jemand hat 30 Mal für das Stück das Ende der Straße vom Jazz im Sinne des zweiten Musikers eingezahlt. Sie sehen aus, als hätten sie einen üblen Tag gehabt. Was darf sein? Cherry Mega Blaster! Sechs verfluchte Monate noch, hätten diesen Vollpfosten völlig überrascht. Affenbastarde konnten kein Stück kämpfen. Wie konnten die gewinnen? Verflucht nochmal. Hast du was zu sagen, Kumpel? Ich hab auch gedehnt. Sieht aus wie eine Auszeichnung für besondere Leistungen, Tarek. Ach ja, was sind die denn her? Das Gleihaus auf der fünften? Ein echtes Babygesicht. Es gibt doch bloß Veteranen und Junkies, die im dritten Bezirk und du bist kein Veteran. Wie viel hast du umgewirkt? Ich wurde verwundert, ich weiß es nicht mehr. Hübsche Geschichte, Babygesicht. Der Krieg ist seit 7 Jahren vorbei. Du hast noch an den Titten deiner Mami genug, als wir da draußen im Dschungel waren. Weißt du, wir hätten gesiegt, verflucht nochmal, wenn diese gottverdammten Hippies im ersten Bezirk nicht rumgeheult hätten wegen der Kindstötung. Diese Affen sollen verflucht sein, ihre toten Kinder sollen verflucht sein. Ha, so ist es recht, diese Runde geht auf mich, Babygesicht. Prost. Die haben uns gehasst. Ich dachte, wir würden Helden sein, Mann. Ich dachte, wir können alle Weiber rumkriegen, als wir wieder kamen. Alles bloß wegen diesen Übersinnlichen oder was die sind. Gedankenkontroll-Spezialeinheit von der Regierung. Labormonstrositäten aus dem Reagenzglas. Labert der alte Mann dich mit Verschwörungstheorien voll? Ja, tut er. Ignoriere den alten Aufschneider. Schon mal von einem Kampfprogramm der Regierung gehört? Kronos? Verflucht sein, wenn ich den Namen kenne. Die hätten diese verfluchten Todesschwadrone voller übersinnlicher Supersoldaten. Die haben tausende von Leuten abgemuxt, haben ganze Dörfer massakriert. Anscheinend hatten sie auf eine Art Droge gesetzt, die Zeit oder Gedanken. Ja, das ist literally das, auf dem ich bin. Ein Kumpel von mir hat einmal einen getroffen, hat Karten gespielt und deshalb gewonnen, als hätte er vorher schon gewusst, wie es laufen würde. Seht ihr die Geschichte von dem Kartenspiel? Halt's Maul, Ray. Schau mal, ich sag doch bloß, da war irgendein ernsthafter Sci-Fi-Kack am Dampfen und vielleicht hätten wir gesiegt, wenn die das Kämpfen echten Soldaten überlassen hätten, weiter nichts. Weißt du, mir hat es in 7 Jahren nicht ein einziger Zivilist zugehört. Du bist ein schlechter Lügner, aber ein guter Kerl. Na, austrinken. Die Bar schließt. Auch Zeit zu gehen, Sir. Die haben ihre Zeche schon bezahlt. Gehen wir. Okay.
Was willst du hier? Tür. Drinnen, die Tür. Papa. Was? Los, okay. Ich verstehe dich nicht. Hilf.